Hi ihr Lieben, mein Name ist Natalie Tineo, ich bin Sängerin und Songwriterin, komme aus Hamburg und möchte euch auf meinem Kanal ein bisschen zeigen, was so hinter den Kulissen passiert. Also ich singe eigentlich, seit ich denken kann. Ich glaube, ich habe schon gesungen, bevor ich gesprochen habe. Und professionell Musik mache ich seit 18 Jahren jetzt. Musik ist mein Leben. Ich liebe es, mich kreativ auszudrücken und zum Beispiel Erfahrungen in Texten auszudrücken. Ich war mit 15 das erste Mal im Tonstudio in Hamburg, im Boogie Park. Das ist eines der größten Tonstudios, die es hier in Hamburg gibt. Da war auch Mariah Carey schon oder Eminem. Zurzeit habe ich zwei aktuelle Projekte. Das eine heißt Gute Nacht Kuss. Da geht es um Pop-Songs, wie zum Beispiel von Rihanna, Umbrella oder Don't Stop the Music. Die nehme ich. Mach ein ganz neues Arrangement draus und dann spiele ich das mit einer sechsköpfigen Band: Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, Saxophon, Trompete und performe das dann in verschiedenen Clubs in Hamburg. Das zweite Projekt, was ich zurzeit mache, heißt The Cinderellas. Das ist ein Burlesque-Show-Act, in dem wir Akrobatik, Live-Gesang, natürlich sexy Burlesque-Performance haben. Auch mit einer sechsköpfigen Band. In Hamburg haben wir gerade das ganze letzte Jahr gespielt. Unsere Show Let There Be Sin. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann schaut auch mal auf unserer Internetseite vorbei oder checkt unseren Kanal aus, The Cinderellas. Ich durfte ja schon auf verschiedensten Bühnen auftreten, zum Beispiel im Friedrichstadtpalast in Berlin, welches Europas größtes Varieté-Theater ist. Die Bühne ist halb so groß wie ein Fußballfeld und kann so ziemlich alles und noch vieles mehr. Ein Riesentraum wäre es natürlich, wenn Las Vegas anrufen würde und ich da mal mit The Cinderellas performen dürfte. Aber an und für sich liebe ich es auch, in kleinen Clubs zu spielen. Ich mag es, wenn es eine intime Atmosphäre ist und man eine enge Verbindung zum Publikum hat. Und generell will ich natürlich auf alle Bühnen dieser Welt. Ich habe mich für einen YouTube-Kanal entschieden, weil ich Lust habe, euch einfach zu zeigen, was auch so hinter den Kulissen passiert. Ich finde die Plattform toll, um euch genau diese Einblicke geben zu können, zu jeder Zeit, wann auch immer, wo auch immer ich bin. Und was machst du hauptberuflich? Ich bin Klofrau. Ganz im Ernst, bei dem Scheiß, den die anderen alle machen. Ich möchte euch auf diesem Kanal natürlich auf dem Laufenden halten, was für verschiedene Projekte ich aktuell mache. Und natürlich freue ich mich auch über Feedback von euch, zum Beispiel, wie euch die Videos gefallen haben oder ob ihr irgendwelche Vorschläge habt, was man vielleicht besser machen könnte. Generell hoffe ich natürlich euch auch mal auf meinen Konzerten sehen zu können. Für die Leute, die auf dem Konzert waren, die haben halt die Möglichkeit, hier auf dem YouTube-Kanal auch zu sehen, was vor dem Konzert, nach dem Konzert und während des Konzerts Backstage so passiert. Vielleicht nehme ich euch zwischendurch auch mal mit in den Proberaum und ihr könnt sehen, was gehört eigentlich alles dazu zu einem Job als Sängerin. Alle Musiker sagen immer, ich arbeite gerade mein Soloalbum und das heißt dann so viel wie, ich mache gerade gar nichts. Das ist wirklich so. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.